Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank zunächst mal, Herr Dr. Spies, für die Einladung, hier meine Ideen zur Digitalisierung der Hochschullehre vorstellen zu dürfen. Digitalisierung, das wissen Sie ja vielleicht, bedeutet die Integration neuer Lehr- und Lerntechnologien, sozialer Medien und technischer Systeme in die Hochschullehre. Und damit ich Ihnen einiges gleich demonstrieren kann, wie man das macht, zeichne ich mich erstens auf. Hier sehen Sie eine Kamera zu meiner Linken, die zeichnet mein Bild auf. Und das, was ich vorträge, wird über mein Tablet-PC abgegriffen und ich werde dann bereits morgen Mittag einen Vortrag auf YouTube bereitstellen können, wo Sie das Ganze nachvollziehen können. Wie Sie wissen, befindet sich ja die Hochschullehre in einem dramatischen Umbruch. Ich selbst bin Mitglied des Hochschulforums Digitalisierung. Herrn Prömmel sehe ich da auch, der ebenfalls dort ist. Und wir beratschlagen ja, um bis ca. 2016 den Hochschulen Handlungsempfehlungen zu geben, wie sie mit der Thematik umzugehen haben. Und ich möchte, weil ich nun im Bundesland Hessen auch verortet bin, Ihnen vielleicht einige dieser Empfehlungen schon heute geben. Dann möglicherweise können Sie damit schon arbeiten. Der Begriff Digitalisierung steht ja nun im Zentrum und er hat Begriffe wie E-Learning, Blended Learning, E-Teaching, neue Medien in der Hochschullehre nahezu absorbiert, sodass ich mir erlaube, diesen Begriff zunächst zu nehmen und dann später auf den Begriff Blended Learning einzugehen. Ich habe gemäß meiner Lehrmethode im Vorfeld ja ein Video erstellt, es wurde Ihnen bereitgestellt. Und mit meinen Studierenden würde ich nun getestet haben in der Zwischenzeit, ob sie dieses Video nicht nur gesehen, sondern auch die Inhalte durchdrungen haben. Das machen wir durch elektronische Assessments im Vorfeld der Präsenzphase. Das wollte ich Ihnen nicht zumuten, dass Sie sich noch in eine Lernplattform einloggen müssen und einen Test ablegen. Ich habe deswegen gedacht, bringe ich nur den zweiten Teil mit der Technologien, die ich einsetze, nämlich diese Abstimmungssysteme. Ich habe 30 Stück davon mitgebracht. Um 30 Personen von Ihnen, es ist genau ein Koffer, mehr wollte ich nicht mitschleppen, um 30 Personen von Ihnen jetzt eine Frage zu stellen aus dem Video. Und anhand dieser Frage kann ich dann einschätzen, ob Sie dieses Video tatsächlich gesehen haben. Das will ich jetzt tun. Sie haben also diese Geräte vor sich. Ich mache das in der Lehre immer mit 3 Fragen zu Beginn einer Präsenzeinheit. Und meine Studierenden nochmal mit Fragen. Ich sehe schon, Unruhe kommt auf. Großes Excitement plötzlich, man darf etwas tun. Unsere Studierenden, für die ist das völlig selbstverständlich, die greifen in den Koffer, holen sich die Geräte und legen sie wieder weg. Bei Ihnen ist das noch Neuland. Sie haben gleich 6 Optionen, A bis F, und ich stelle Ihnen jetzt die erste Frage. Und damit niemand noch auf die Idee kommt, noch im Internet nochmal nachzugucken, haben Sie genau 10 Sekunden Zeit, diese erste Frage zu beantworten. Hier ist sie. Welcher Betrag wurde im Video für die Produktion eines Massive Open Online Courses festgesetzt? So, Sie haben jetzt 10 Sekunden Zeit. Ist anonym. Sie sehen, die Abstimmungen kommen rein. Und das war's. Ich lasse keine weiteren Antworten zu. Und in der Tat, die Mehrheit von Ihnen hat es richtig. Ich werde später noch etwas dazu sagen. Mit Ihrer Erlaubnis speichere ich dieses Ergebnis auch ab, um es für die Nachwelt zu dokumentieren. Mit einer zweiten Frage möchte ich Ihr Fachwissen noch erhärten. Also das sieht schon sehr gut aus, Sie haben das Vorwissen. Hier noch eine zweite Frage. Wie viel Prozent seiner Arbeitszeit, gestatten Sie mir mal die maskuline Formulierung, sonst wäre es zu lang, wendet ein Hochschullehrer an einer deutschen Universität mit 8 Semesterwochenstunden Lehrdeputat für die Lehre auf? Im Video wurde das nicht erwähnt, aber es war eine Grafik eingeblendet. Versuchen Sie mal, ob Sie die Antwort hinbekommen. 10 Sekunden ab jetzt. So. Na. Auch hier liegt zumindest die Zahl der Antworten, die für die richtige Antwort, nämlich 26% gegeben wurde, ist zumindest im grünen Bereich. Aber hier würde ich jetzt meinen Studierenden an dieser Stelle eine kleine Aufklärung geben, darauf verzichte ich natürlich heute. Aber ich denke mal, Sie verfügen über das notwendige Vorwissen, sodass ich jetzt nach den Prinzipien formativen Testens den ersten meiner 3 vorbereiteten Vorträge laden kann. Ich habe 3 Vorträge vorbereitet, einen völlig ohne Vorwissen, einen mit neutralem Wissen und einen eben, der nun davon ausgeht, dass Sie das Vorwissen haben, und den will ich jetzt mal dazu laden.
und kann damit die vier Thesen, die ich im Video ja genannt habe, eigentlich sehr schnell abhaken. Ich denke, Sie sind einverstanden damit, dass Digitalisierung zum Normalfall geworden ist. Ich denke, auch Sie glauben, so hoffe ich zumindest, dass Digitalisierung die Lehre verbessern kann. In welcher Form werde ich Ihnen zeigen, welche Probleme wir lösen können. Dann gab es hier den Satz, Learning is not just video. Ich habe es auf Englisch gelassen und möchte ihn heute noch erweitern. Let alone any video. Wir müssen nämlich sehr genau aufpassen, welche Videomaterialien wir für die Digitalisierung verwenden. Und schließlich diese Mantelthese, dass die Didaktik in den Vordergrund kommt und nicht mehr die Technologie. Das haben wir jahrelang versäumt. Nun, eine Frage erhebt sich natürlich für uns, was ist überhaupt Digitalisierung? Und das habe ich im Video in der Tat nicht im Detail erklärt. Digitalisierung bedeutet nicht, dass wir die flankierenden Elemente der Lehre digitalisieren. Das hat also nichts mit elektronischen Klausuren zu tun, nichts mit Skripten, die digitalisiert bereitgestellt werden, sondern es geht um die Inhalte selbst. Die Inhalte, die vermittelt werden, die erschlossen werden, die vorgetragen werden, die in Gruppenarbeit erschlossen werden, darum geht es. Und nun meinen die Medienpädagogen, dass die Krone der Digitalisierung sozusagen multimediale Lerneinheiten wären. Ich selbst erzeuge mit einem sehr großen Team, mit sehr großem Aufwand, mit auch großem finanziellen und zeitlichen Aufwand seit 15 Jahren multimediale Lerneinheiten, aber gerade mal für ein Fach. Ich kann nur davon abraten, sich dieser Anstrengung zu unterziehen. Das ist viel zu aufwendig, wenn man flächendeckend tätig werden will. Und insofern sagen die meisten, die einzige Variante, das überhaupt hinzubekommen, sind Lehrvideos. Man muss also die Inhalte der Lehre in irgendeiner Form in Videomaterialien überführen. Nun ist die Frage, was sind das für Videomaterialien? Sind es zum Beispiel Vorlesungsaufzeichnungen? Es gibt ja dieses Journal vom HMWK im September veröffentlicht, da wird groß mit Vorlesungsaufzeichnungen geworben, Vorlesungsaufzeichnungen für Klausurvorbereitungen zum Beispiel. Damit Sie einen Eindruck bekommen, wie Vorlesungsaufzeichnungen aussehen, habe ich mal zwei Beispiele mitgebracht, jeweils 10 Sekunden. Yale University, New Haven, USA, Newtonian Mechanics. So, the project of Newtonian Mechanics, of predicting the future given the present, has got two parts. And one is called kinematics, and the other is called dynamics. So kinematics is a complete description of the present. Okay, das war mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ein anderes von der LMU. Es geht um Informatik, Grundlagen der Informatik, das Thema Arrays. Wir haben dann die Komplexitäten auch noch unterschieden in die beste Komplexität, die durchschnittliche, also best case auf Englisch, durchschnittlicher Fall, average case und worst case Komplexität. Aus Ihrem Schmunzeln entnehme ich, dass ich, ohne Ihnen näher treten zu wollen, dass Sie nicht vom Hocker gerissen wurden von diesen beiden Vorlesungsaufzeichnungen. Und Ihnen geht es genauso wie der halben Welt. Vorlesungsaufzeichnungen sind nicht das Rückgrat der Digitalisierung. Aus folgenden Gründen. Sie geben uns keinen didaktisch-methodischen Mehrwert. Sie können nämlich nur nach einer Lehrveranstaltung bereitgestellt werden. Wir können die Lehre überhaupt nicht verändern. Wenn natürlich Hochschulen damit werben wollen, dass Vorlesungsaufzeichnungen zur Klausurvorbereitung dienen, können sie das machen, nur sie lehren mit Doppel-E ihre eigene Präsenzphase damit. Denn Studierende sagen sich zu Recht, warum soll ich in die Präsenzphase gehen, wenn ich Vorlesungsaufzeichnungen habe und mich so auf Klausuren vorbereiten kann. Zusätzlich kommt der Faktor hinzu, dass eine Fremdnutzung, zum Beispiel der Uni Hamburg, der Vorlesung von der LMU völlig unwahrscheinlich ist, weil die aus dem Münchner Curriculum genommen wurde. Und drittens, und das ist vielleicht der dramatischste Effekt, man weiß mittlerweile von Eye-Tracking und anderen Sichtbarkeitsstudien, dass Vorlesungsaufzeichnungen nach 6 Minuten bereits im Schnitt abgebrochen werden. Das heißt, die Attention Time, wie man das nennt, die ist so kurz, dass es überhaupt nicht lohnt, 90 Minuten lang ins Internet zu stellen. Die großen Anbieter wie die Yale University haben das letzte Mal 2013 gemacht. Insofern empfehle ich, Abstand von Vorlesungsaufzeichnungen zu nehmen und andere digitale Materialien einzusetzen. Und hier sind sie. Die sogenannten Videomaterialien, die Sie im Office-Setting erzeugen können, also in einem Setting, wie ich es hier habe.
Wir haben in unserem Kanal 325 Lehrvideos, davon wurden 200 in genau diesem Setting erzeugt, wie ich es jetzt vor mir habe. Und das sind zum Teil die sogenannten Micro-Teaching-Videos, die unter 6 Minuten Länge haben, die zu Definitionen, Demonstrationen, Erklärungen dienen. Hier mal ein Beispiel, so sehen 2 Minuten. So together with the adverb, which is the specifier of the prepositional phrase, we get this structure, where the internal prepositional phrase is represented as p-bar and as usual is written with an apostrophe. Die wurde erzeugt an diesem Tablet mit diesem Mikrofon und das war's. Keine weiteren Hilfsmittel, Kosten, nur die Anschaffung der Geräte. Oder hier sehen Sie dann die Macro-Teaching-Videos, das sind Electronic Lectures, die sogenannten E-Lectures. E-Lectures sind nicht Vorlesungsaufzeichnungen, die heißen Live Digitized Lectures. Also E-Lectures ist was ganz anderes, das sind spezielle mit Skript versehene kleine Lerneinheiten, Maximallänge 15 bis 20 Minuten. Die kann man in seinem Büro aufnehmen. Ich nehme die bei mir im Büro vor einem interaktiven Whiteboard auf in der Regel. Die kann man vor einem Greenscreen aufnehmen. Kosten ist sehr gering, der Kostenaufwand. Sie müssen halt geplant werden. Und wenn man das Glück hat, noch bekannte Leute begrüßen zu dürfen, Herr Mukherjee, Sie werden Herrn Crystal kennen. What was your motivation to become a linguist? Oh, well, I think the answer is, what's your motivation to get interested in languages? And language generally, and in my case, it was growing up in a multilingual environment. Das ist ein Video, das ist in Interviewform gemacht worden. Einer fragt, der andere antwortet, und hier können wunderbar Themen hochdynamisch eingeführt werden. Und natürlich, wenn man dann so eine prominente Figur seines Faches auch noch vor die Kamera kriegt, umso besser. Also, es sind diese Videos, die erzeugt werden müssen für die Lehre, nicht die Vorlesungsaufzeichnungen. Und zusätzlich brauchen wir natürlich etwas drumherum. Mit Videos allein geht es nicht. Es ging ja auch früher nicht nur im Hörsaal mit dem Vortrag des Vortragenden. Wir haben Materialien bereitgestellt, zum Beispiel Verfahren der Inhaltsvermittlung, spezielle Verfahren, die wir jetzt aufbauen müssen, Verfahren der Inhaltserschließung, die ja auch digital sein müssen. Und schließlich haben wir noch flankierende Elemente wie formative Tests, die elektronisch erfolgen, die das Vorwissen abfragen können. Wir haben so etwas wie Leitfragen, sowas wie zusätzliches Übungsmaterial mit Musterlösungen und vielleicht das Neueste, unsere Studierenden, die jetzigen Studierenden, die wollen zwar noch lesen, aber nicht mehr in Papierform. Also werden auch E-Books für uns hochinteressant als Begleitmaterialien der Lehre im 21. Jahrhundert. Soweit erstmal die Definition der Digitalisierung. Nun natürlich die Frage, die Sie in der Politik interessiert, was kostet das Ganze? Wir hatten ja schon gesehen, eine Annahme wäre, ein kompletter Kurs kostet 250.000 Euro, das ist plus minus, 250.000 ist schon im oberen Bereich, aber mit 50.000 Euro können Sie keine komplette Lehrveranstaltung digitalisieren. Da gibt es natürlich verschiedene Maßnahmen, die Komplexität der Videos, die Komplexität der Plattform, Komplexität der elektronischen Assessments, Updates, Administrierung. Aber in jedem Fall ist es unwahrscheinlich, dass das Land Hessen es sich leisten kann, alle Lehrveranstaltungen aller Hochschulen zu digitalisieren und schon gar nicht zu diesem Preis. Deswegen die Frage, geht es auch günstiger? Es geht günstiger. Sie sehen hier meine Ausrüstung. Tablet-PC, 800 Euro, USB-Mikrofon, 35 Euro. Die Software 150 Euro, ich bin bei einem Betrag von 1000 Euro. Und diese 1000 Euro, die kann sich im Prinzip jeder Hochschullehrer selbst leisten. Wenn man noch eine Kamera dazu nehmen möchte, so wie sie hier vor mir steht, ups, ich wollte sie sichtbar machen, da ist sie, die Kamera, na ja, dann kann man vielleicht nochmal 400, 500 Euro investieren und ist dabei. Und eines sollten wir nie vergessen, wir sind Hochschullehrer und keine Videoproduzenten. Deswegen werden wir nicht die Perfektion erreichen. Und wir sollten uns immer daran halten, was ich von meinen amerikanischen Partnern gelernt habe, was auf T-Shirts mittlerweile sichtbar gemacht wurde. Ich hoffe, Sie sehen es von hinten. Do I need the video perfect? Nein, nein. Do I need it by Tuesday? Jawohl. Das ist meine Devise. Manchmal brauche ich ein Video sehr schnell und dann muss ich sehr schnell reagieren können auf die Notwendigkeiten meiner Studierenden und mache ein Video mal ganz schnell. Das ist also eine Devise, die sehr wichtig ist und mit denen wir nun zu unseren vier Botschaften. Mir wurde gestern noch gesagt, Botschaften hört sich so messiasartig an. Ich habe es in Empfehlungen umbenannt. Ich denke, es ist etwas sanfter ausgedrückt.
Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass die Treiber dieser Entwicklung nur die Hochschulleitungen und die Politik sein können. Die Lehrenden werden es nicht sein und die Studierenden schon gar nicht. Und die erste Empfehlung, die ich aussprechen möchte und Ihnen auch zeige, wie man das machen kann, ist, entwickeln Sie eine Wertschätzung für die Lehre. Bevor das nicht geschieht, wird kein Hochschullehrer versuchen, seine Reputation über Lehre aufzubessern. Er kann es ja gar nicht. Die Währung der Hochschullehrerqualifikation ist Forschung und Drittmittel, aber nicht die Lehre. Und bevor sich das nicht ändert, werden wir keine Chance haben, unsere Lehre zu digitalisieren, weil das Personal sagt, wozu? Wozu soll ich mich da reinknien? Und das ist der erste Punkt. Und da möchte ich nun dem HMWK und den Hochschulen Empfehlungen geben. Zunächst mal dem HMWK. Das HMWK bietet an, hier sehen Sie die Grafik, Hessen setzt, ich vergrößere Sie mal, auf moderne Lehr- und Lernmethoden. Das steht auf der Homepage im HMWK. Und wenn Sie dann gucken, dann steht dabei HSP 2020. Was haben wir? Live-Übertragung zwischen Hörsälen, Videokonferenzen, webbasiertes Streaming, Lernplattformen, IT-Infrastruktur. Das hat mit Lernmethoden nichts zu tun. Das sind Lerntechnologien. Mit anderen Worten, Technology drives Didactics. Hier wird dieses Grundprinzip ja verletzt. Wir müssen es umdrehen. Wir müssen die Didaktik in den Vordergrund stellen. Deswegen meine Empfehlung, HSP 2020. Natürlich brauchen wir Technologie, aber wir brauchen Mittel für die Lehre, für innovative Lernprojekte und Lehrprojekte, für Digitalisierungsszenarien, zum Beispiel diese E-Books. Wir müssen möglicherweise, und da muss vielleicht ein bisschen Geld in die Hand genommen werden, einen Gutachterrat Digitalisierung einsetzen. Und man sollte auch den Exzellenzpreis wieder aufleben lassen, vielleicht jetzt mit der Orientierung Digitalisierung. Ja, und bei den QSL-Mitteln, da kann man ja zweckgebunden vorgehen und sagen, setzt doch 30% für die Lehre ein und nicht nur für irgendetwas, für Lehrbeauftragte zum Beispiel. Also das wäre meine Empfehlung ans HMWK und nun die Hochschulen. Ich habe mit einem großen Team alle Webseiten aller deutschen Hochschulen durchgeschaut. In Hessen haben wir nicht eine einzige Hochschule gefunden, die einen Link zum Thema Lehre hat in ihrem Homepage-Menü. In Deutschland haben wir ganze 3 gefunden. Es gibt nur 3 Hochschulen, die einen Link zum Thema Lehre haben. Ich nenne sie, wenn die Kamera abgeschaltet ist. Deswegen, sie haben alle einen Link zur Forschung, ganz prominent. Sie haben einen Link zum Thema Studium. Darunter haben manche klein den Link Lehre untergebracht. Studium, aber da geht es um Studienbedingungen, um Fristen, um Modalitäten, aber nicht um das Thema Lehre. Und dann haben sie Fachbereiche, Aktuelles und so weiter. Warum bekennen sich die Hochschulen nicht zum Thema Lehre und richten einen Link auf ihrer Homepage ein, wo steht Lehre, Lehrpreise, innovative Lehrprojekte, Digitalisierungsstrategien und MOOCs? Die hessischen Hochschulen haben MOOCs, die TU Darmstadt hat MOOCs, die Goethe-Uni Frankfurt hat MOOCs, die Philipps-Universität Marburg, nur niemand zeigt es. Müssen wir uns da schämen? Wenn die FAZ über MOOCs berichtet, dann ist die LMU drin, Coursera in den USA und edX, aber wir überhaupt nicht. Das können Sie umgehen, indem Sie ohne zusätzliche Kosten sofort einen Link zum Thema Lehre einrichten. Sie alle haben Stabsstellen, die das unverzüglich tun können. Und dann bekommt die Lehre die Wertschätzung, die auch Kollegen dazu motiviert, etwas für die Lehre zu tun. Insofern ist das meine erste Handlungsempfehlung. Und nun eine zweite. Ich hatte ja von den Kosten gesprochen. Verteilen wir doch die Kosten. Keine Hochschule wird in Hessen allein in der Lage sein, die Lehre zu digitalisieren. Auf das Video kam eine Anfrage aus dem Saarland, die gesagt haben, wir schaffen das gar nicht, wir sind viel zu wenig. Und das hat mir genau gezeigt, dass wir das auf vielen Schultern verteilen müssen. Hier ein Vorschlag, wie man das machen kann. Das HMWK nimmt Geld in die Hand. Ich habe bewusst ein paar Münzen nur hier als Geld abgebildet, weil es nicht viel sein muss. Es müsste ein Gutachterrat gebildet werden, eine Lenkungsgruppe, Sie können das nennen, wie es Ihnen beliebt, jedenfalls ein Gremium, das entscheidet über die zur Verfügung stehenden digitalen Lehrmaterialien. Und da gibt es so viele, da gibt es die sogenannten Open Educational Resources. Das sind YouTube-Videos, das sind Vimeo-Videos, überall auf der ganzen Welt werden diese Videos erzeugt und manche sind sowas von gutklassig, dass man sich derer bedienen kann. Warum nutzt man die nicht? Wir haben doch auch früher Lehrbücher von anderen benutzt. Bei Videos scheint das irgendwie, da müssen doch irgendwelche Barrieren eingerissen werden in den Köpfen. Also wir könnten eine Lehrvideothek, eine landesweite Lehrvideothek einrichten. Der Gutachterrat entscheidet,
bedient sich der Expertise der Fachwissenschaftler, um Rückfragen zu stellen, und haben dann eine Lehrbibliothek, aus der sich alle Hochschulen bedienen können. Als Beispiele nur mal die Tiermedizin. Ich glaube, die Justus-Liebig-Universität hat Tiermedizin. Es gibt einen wunderbaren Kanal der Tiermedizinischen Hochschule Hannover. Den sollte man anzapfen. Die stehen frei zur Verfügung. Warum muss die Uni Gießen das selbst erzeugen? Mit einem gewissen Stolz biete ich unseren eigenen Kanal an, Language and Linguistics, mittlerweile der zweitgrößte Lehrvideokanal Deutschlands mit 15.000 Abonnenten und knapp 2 Millionen Klicks. Wir bieten Videos zum Thema Linguistik an. Weltweit werden die genutzt. In Deutschland gibt es da noch Barrieren. Oder die Yale Courses, 300.000 Abonnenten, 31 Millionen Nutzer. Da liegen so viele wunderbare Materialien, die man in die eigene Lehre integrieren kann, natürlich unter vorheriger Begutachtung. Das steht uns also zur Verfügung und kostet uns nicht viel. Und nur noch die letzte Frage, was gewinnen wir eigentlich dadurch? Wie soll das alles funktionieren? Wir nehmen mal an, wir haben die Lehre digitalisiert. Was gewinnen wir? Und nun meine vielleicht hier entscheidende Handlungsempfehlung. Wir stärken unsere Präsenzphasen. Das hört sich auf den ersten Blick ganz komisch an. Wir machen alles digital und stärken jetzt unsere Präsenzphasen. Aber genau das muss das Ziel der Hochschulen sein, um den Satz von Frau Wintermantel nicht Wahrheit werden zu lassen. Die Hochschulen dürfen nicht von der Bildfläche verschwinden und sie können das auch dann realisieren, eben das Nichtverschwinden, wenn sie ihre Präsenzphasen stärken. Ich will mal zeigen, wie das zu denken ist. Hier zunächst mal die klassische Hochschullehre. Sie befinden sich in einem Hörsaal. In diesem Hörsaal werden Inhalte vermittelt von einer Lehrperson, von einem Vortragenden, von einer Gruppe, in Gruppenarbeit, in irgendeiner Form. Grundbedingung ist, alle Teilnehmer sitzen zur gleichen Zeit am gleichen Ort und lernen im gleichen Lerntempo. Das ist die klassische Lehre. Zusätzlich gibt es dann noch den Raum drumherum. Den Raum drumherum. Hier in blau dargestellt, ist es auch blau, ja. Das ist der Raum außerhalb des Hörsaals, da vertieft man die Inhalte klassischerweise durch Hausaufgaben, durch Gruppenarbeit, man bildet Teams, in jedem Fall ist es außerhalb des Hörsaals. Nun wollen wir die Lehre ja digitalisieren, also machen wir das. Hier dargestellt durch das Logo des Stifterverbandes für die Digitalisierung, wir haben nun die Inhalte digitalisiert. Das Material zum Üben, na, das gibt es noch so. Jetzt macht es ja wenig Sinn, im Hörsaal bei digitalisierten Inhalten das nochmal da zu machen. Das wäre ja völlig kontraproduktiv. Also sagt man, okay, wir bilden ein Blended-Szenario. Nun bin ich bei dem Begriff, wir kombinieren Präsenzlehre mit digitaler Lehre, mit Online-Lehre. Und das sieht dann so aus. Die Inhalte sind jetzt außerhalb vom Hörsaal und das Material zum Üben und Vertiefen auch. Die Frage ist nur, was machen wir im Hörsaal? Nun, wir strukturieren den Hörsaal einfach um. Wir geben ihm eine andere Funktion und das werden Sie auch durch ein neues Bild sehen. Wir schieben nun diese Materialien zum Vertiefen. Wir haben jetzt ein Blended-Szenario. Eine Kombination aus Präsenz und Digital. Wir schieben die Materialien, die bisher außerhalb des Hörsaals waren, in den Hörsaal hinein. Und üben mit unseren Studierenden. Der Hörsaal bekommt eine neue Funktion, die übrigens auch, und das wäre eine Bitte für die Zukunft, auch vielleicht architektonisch realisiert werden sollte, denn die Sitzreihen sind jetzt nicht mehr unbedingt zielführend im Hörsaal. Es müssten Lerninseln gebaut werden, damit man untereinander kommunizieren kann. Vielleicht als Empfehlung mal, das mit ein oder zwei Hörsälen mal auszuprobieren an der Hochschule. Großen Hörsälen meine ich. Nicht Räume mit 30 Personen, große Hörsäle. Im Hörsaal bekommt natürlich auch der Lehrer eine neue Funktion. Er steigt herab vom großen Berg des Gralshüters der Vermittlung von Inhalten und wird zum Begleiter an der Seite. Zum kommunikativen Lernbegleiter, der den Studierenden hilft, intensiv mit ihnen kommuniziert und die Lehre nun auf ein ganz anderes Niveau stellt. Und dieses Szenario nennt man den Inverted Classroom. Sie sehen es hier oben in der Überschrift. Und das ist eigentlich das Szenario, was auch so im Stifterverband, in diesem Hochschulforum Digitalisierung, immer im Hintergrund schwebt, wenn wir an Digitalisierung der Lehre denken. Wir können das Szenario noch eine Ebene weiterspinnen. Wir können nämlich sagen, lassen wir doch den Hörsaal komplett weg und digitalisieren die Materialien zum Üben auch noch. Dann sieht das so aus. Und wir haben die Online-Lehre.
Wir haben aber nicht die Online-Lehre separat erzeugt, sondern wir haben sie als Konsequenz einer funktionierenden Präsenzlehre gebildet. Und dann bekommt die ganz andere Effekte, als wenn Sie einen massiv Open-Online-Kurs from scratch bauen und den einfach anbieten. Sie können die Online-Lehre in dreierlei Hinsicht anbieten. Sie können sie on-campus anbieten. Das machen wir zum Beispiel im Fall von Stundenplankollisionen, im Falle von Krankheit, Schwangerschaft, Mutterschutz. Bei Auslandsaufenthalten können unsere Studierenden in der Anglistik in Marburg weiter studieren, um ihre Regelstudienzeit nicht zu gefährden. Wir bieten die Kurse, wir öffnen die Kurse auch für die ganze Welt. Und wenn wir, wie jetzt zum ersten, zweiten drei Kurse anbieten zur Linguistik, dann sind das massiv Open Online Courses, die keine Teilnehmerbeschränkungen mehr haben und schon jetzt über 1000 Anmeldungen haben weltweit. Das sind dann aber nur Konsequenzen aus dieser funktionierenden Inverted Classroom Lehre. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht noch eines. Zur Hochschullehre, zu den Problemen der Hochschullehre, die ich ja in meinem Buch Patient Hochschullehre ziemlich ausführlich diskutiert habe. Alles, was Sie hier in grün sehen, kann jetzt gelöst werden. Die Lehre ist nun im hohen Maße transparent. Die Inhalte sind ja verfügbar. Ob das jedem so gefällt, ist vielleicht eine andere Frage. Aber sie sind transparent. Damit, Sie können auch eine Quantitätssicherung eingehen. Sie können den Teilnehmern sagen, so wie ich jetzt, ich hätte jetzt normalerweise Lehre in Marburg, ich bin aber hier, aber die Online-Inhalte sind gelaufen. Die Studierenden, das habe ich heute Morgen im Hotel nachgeguckt, sind bärentop vorbereitet gewesen. Etwa 70% war der Level. Sie haben halt heute keine Übungsphase. Aber die Quantität, die konnte ich garantieren, die Inhalte sind ja vermittelt worden. Redundanz, die Materialien müssen nicht von jedem mehr erzeugt werden und Skalierbarkeit. Bitte übertragen Sie keine Vorlesungen in einen benachbarten Hörsaal. Mit Digitalisierungsverfahren bieten Sie einfach die Online-Materialien einer großen Gruppe an und wenn die Anzahl der Sitzplätze im Hörsaal die Anzahl der Teilnehmer unterschreitet, dann führen Sie die Präsenzphase im 14-täglichen Wechsel durch. Das ist sogar intensiver, weil Sie dann nur die Hälfte der Teilnehmer haben. Sie müssen das nicht übertragen. Mit gut durchdachten digitalen Szenarien können Sie hier ganz viel Abhilfe schaffen. Die anderen Probleme will ich jetzt nicht darauf eingehen. Wir arbeiten zurzeit auch an adaptiven Materialien, das heißt an digitalen Materialien, die sich nach dem Lernfortschritt der jeweiligen Lerner individuell ausrichten. Der erste Kurs wird im April stattfinden. Ich fasse nochmal zusammen die Maßnahmen, die ich Ihnen empfehlen würde. Das sind einmal die kostenneutralen Maßnahmen zur Wertschätzung der Lehre. Ich hatte gern TASP 2020 und die Uni-Homepages. Das heißt, ohne Investitionen können Sie ganz viel erreichen. Und mit kleinen Investitionen, die wirklich im unteren fünfstelligen Euro-Bereich liegen, da können Sie zum Beispiel diesen Gutachterrat einrichten. Sie müssen lediglich ein paar Reisekosten und Honorare bezahlen. Sie können die landesweite Lehrvideothek einrichten. Sie können innovative Lehr- und Lernprojekte fördern und Sie können den Begriff Digitalisierung zu Ihrer Hausnummer machen. Ja, und am Ende haben wir ein Resultat. Wir stärken die Präsenzlehre an den Hochschulen, wir richten sie neu aus durch Blended-Formate, durch Inverted Classroom-Formate, E-Book-Formate, adaptive Lehr- und Lernszenarien und eine neue Präsenzlehre, die die Hochschulen attraktiv macht. Ich erinnere mich immer an das Zitat von Shirley Tilghman, der Präsidentin der Harvard-Universität. Sie hat letztes Jahr im Interview mit der FAZ gesagt, würde man den Präsidenten der Vereinigten Staaten von 1913, das war Woodrow Wilson, in einen Hörsaal 100 Jahre später schicken, der würde überhaupt keinen Unterschied feststellen, bis auf PowerPoint. Und das darf nicht Ziel der Lehre der Universitäten sein, solche Lehre zu präsentieren, sondern wir müssen hier weiterdenken ins 21. Jahrhundert hinein, Online-Formate anbieten und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, danke ich Ihnen. Hier sehen Sie noch die Plattformen, die ich betreue, Virtual Linguistics Campus, das virtuelle Zentrum für Lehrerbildung, das vom HKM finanziert wird, mit 5000 eingetragenen Lehrern, bundesweit die größte Plattform und unseren YouTube-Kanal und unsere Publikationen. Und wer mich persönlich erreichen kann oder möchte, findet mich in den sozialen Netzwerken oder per E-Mail. Herzlichen Dank.